meinem neuen Video. Ich war heute bei Pennymarkt einkaufen und habe einen Wocheneinkauf gemacht. Und da wollte ich euch mal zeigen, was wir da alles gekauft haben. Ich hatte mich gestern Abend ganz spontan entschlossen, heute nach der Arbeit direkt einen Wocheneinkauf zu machen. Und habe gestern Abend schnell einen Einkaufszettel und einen Wochenplan geschrieben. Wir haben noch 3 Essen, deswegen habe ich jetzt nur 5 dazu geschrieben. Weil eigentlich wollte ich erst übermorgen einkaufen, aber das bot sich jetzt heute so an. So, dann zeige ich euch mal. Wir machen erstmal gekühlten Sachen, und zwar Fischstäbchen mit Rahmspinat und Kartoffeln wird es geben. Genau, den Rahmspinat, da nehmen wir immer den von Iglo mit dem Blub, weil ich finde, der schmeckt einfach besser, oder uns schmeckt der zumindest besser. Oftmals ist das ja kein großer Unterschied. Die Fischstäbchen zum Beispiel nehmen wir auch die günstigen. Die finde ich schmecken genauso wie die anderen, aber oder genauso gut wie die anderen. Aber der Spinat schmeckt einfach von Iglo am besten. Tomatenmark habe ich mal mitgenommen. Haben wir nämlich keins mehr. Dann für die Kinder so ein Vollkorntoast. Und wir essen ja nur noch Eiweißbrot. Dann Tomatenketchup von Heinz. Der Tomatenketchup ist nämlich alle. Und da habe ich jetzt mal den von Heinz genommen. Der schmeckt auch eigentlich auf jeden Fall besser als anderer. Dann war bei Pennymarkt oder ist bei Pennymarkt diese Woche die Letter wieder im Angebot. Unsere Letter ist fast leer und ich habe letztes Mal 2 auf Reserve geholt. Dann die Pink Lady Äpfel, die wir immer nehmen. Mango ist im Angebot bei Pennymarkt. Habe ich direkt 2 Stück geholt, weiß ich jetzt aber nicht, wo die andere ist. Actimel auch wieder im Angebot. Haben die Kinder sich Erdbeere ausgesucht. Die trinken das ja gern, aber die mögen da nicht alle Geschmacksrichtungen. Hier ist die andere Mango. Sehen sehr schön aus. Die sind auch noch schön hart. Bananen. Unser Reis ist langsam leer. Da ist noch für einmal drin im Glas und dann ist er leer. Wir nehmen da immer Basmati-Reis. Den finden wir einfach am leckersten. Dann habe ich noch mal so eine große Packung Kaffee geholt bei Pennymarkt. Ich weiß jetzt allerdings gar nicht, wie teuer die war. 4,99 € auf jeden Fall nicht. Die kostet dann, glaube ich, immer 6 Euro. Dann haben wir mal hier diese Keksen-Cream von Leibniz. Die dunklen. Die Kinder waren ja mit. Die haben halt auch wieder ein bisschen ausgesucht. Das bleibt nicht aus. Und Haribo hat jetzt ein paar neue Bonbons. Da habe ich mal ein paar schon mitgenommen. Die waren jetzt nicht im Angebot oder so, aber einmal grüne Krokodile, sauer. Dann hier so, ja, das sind Veggie-Bonbons, ne? Den Kernschinken, den hatten wir letztes Mal, der ist richtig lecker. Die Metzger-frische Salami ist lecker von Pennymarkt. Dann hat die Olivia sich hier wieder, ach nee, du hast auch so eins genommen, ne? Mhm. Beide haben wieder so einen Pudding mit der Figur. Einfach Vanille-Schokopudding. Dann war hier so ein Riesenbeutel McCain's im Angebot. Den habe ich mal mitgenommen. Der hält wahrscheinlich jetzt für einen Monat, weil wir essen ja nicht mehr so Pommes und nur für die Kinder reicht das ja ewig. Dann ist Red Bull im Angebot. Normales und auch Zero. Ich habe jetzt mal 4 Dosen Red Bull Zero mitgenommen. Oder Sugar Free ist das ja. Der Patrick ja immer Energy trinkt und ja jetzt auch Low Carb macht und auch überhaupt nichts Süßes mehr trinkt. Eigentlich nur noch Wasser. So, dann haben wir für die Kinder nochmal Nürnberger, falls sie unser Mittagessen nicht mögen, dass man die einfach mal ein bisschen anbraten kann für die Gouda-Scheiben. Ein riesen Gouda-Stück. Dann diesen Weichkäse in würzig. Dann 2 kleine Zwiebeln mit Würste. Die Rosalind liebt das im Moment auf dem Brot. Dann haben wir 30 Eier, weil wir wollen jetzt heute oder morgen Eier färben. Da habe ich ganz viel Zeugs für gekauft. Das zeige ich gleich auch nochmal. Sahnekäse 2-mal, weil ich möchte Käselauchsuppe machen demnächst. 2 kleine Kiwi. Snackgurken. Gurken sind ja gerade, oder zumindest bei Pennymarkt, wieder richtig teuer. Kleine Cherry-Roma-Tomaten. Dann hatte die Olivia sich hier so einen Erdbeershake ausgesucht. Die kleinen Kartoffeln, weil wir werden jetzt in der ganzen nächsten Woche ein einziges Mal was mit Kartoffeln essen. Und eine kleinere Verpackung habe ich jetzt nicht gefunden. Ich will da nicht immer so viel wegschmeißen. Dann noch diese Haribo-Bonbons. Die sind auch richtig lecker. Die hat der Patrick letztes Mal mitgebracht. Musste ich jetzt direkt nochmal holen. Kinderpinguin, da habe ich jetzt mal so eine kleine Packung genommen, weil die Kinder gar nicht mehr so heiß darauf sind momentan.
die Oreo-Kekse haben die sich ausgesucht. Das sind diese ganz dünnen. Dann wollten die Kinder beide eine kleine Blume für ihre Fensterbank jetzt als Osterdeko und auch so. Zweimal Thunfisch im eigenen Saft. Da hatte ich ja letzte Mal erst Dankeschön so viel geholt und der ist schon weg. Dann habe ich hier so ein Steinofen-Baguette zum Aufbacken. Essen wir ja eigentlich nicht, aber wenn wir die Käselauchsuppe machen, da sind ja fast überhaupt gar keine Kohlenhydrate drin. Da kann man schon mal eine Scheibe Baguette dazu essen, habe ich mir gedacht. Diesen Metzgeraufschnitt Wurstplatte. Die Rosalind hat eine Schokomüllermilch sich ausgesucht. Speisestärke, die war fast leer. Zwei Laufstangen für unsere Käselaufsuppe. Mozzarella war ausverkauft. Es gab nur noch diesen Light-Mozzarella. Das habe ich trotzdem jetzt mal mitgenommen. Ist ja nicht schlimm. Dann habe ich mir hier so einen bunten Strauß Tulpen mitgenommen. Weil die Blumen von Freddy's Flowers, die ich da letztes Mal bekommen habe, die waren nach einer Woche nichts mehr. Und auch so fand ich, ich fand es schon pompös hergemacht alles. Auch wie es eingepackt war und so, aber es war jetzt nicht so meins. Ja, dann haben die Kinder sich hier diese Pfirsiche von Haribo, in so einer Riesendose gab es die. Die wollten schon seit Wochen unbedingt meine Wassermelone haben. Jetzt habe ich mich endlich breitschlagen lassen zu einer Wassermelone. Zweimal Feta-Käse. Dann haben wir hier so einen Klebestift, weil wir haben keinen Kleber mehr und wir kriegen nirgendwo Bastelzeugs. Zweimal Milch. Dann hat die Rosalind sich noch diese Lady Gaga Oreo Edition ausgesucht. Ob das jetzt besonderer Geschmack ist, weiß ich gar nicht. Vanille Flavor steht drauf. Zweimal diese Mini Monte mit Smarties. Die gibt es da auch immer nur so im Angebot. Zweimal Milchreis, nee, dreimal Milchreis mit Zimt. Ein Riesensack Möhren wieder mal. Dann haben wir hier noch eine Leberwurst geholt. Ja, das war alles. 118 Euro habe ich bezahlt. Unglaublich. Na, jetzt wollte ich euch noch kurz zeigen, was ich für die Ostereier... Ach nee, habe ich schon! Ich für die Ostereier geholt habe. Wir wollten ja Eier bemalen. Da habe ich jetzt diesmal Pastelltöne Farbe geholt. Dann hier so Stempel für die Eier. Fand ich auch cool. Dann hier so Banderolen, die sich dann im heißen Wasser so zusammenziehen. Hier sind Sticker, Hasengesichter und Farben bei. Und dann habe ich nochmal hier diese schönen Stifte. Metallic. Auch in Pastellfarben. Ja, da werden wir uns dann austoben. Deswegen habe ich jetzt auch, also 10 Eier brauchen wir sowieso immer hier so zum Essen. Aber habe ich jetzt extra 30 Eier genommen. Das war unser Wocheneinkauf dieses Mal. Ich war wieder mit den Kindern einkaufen und ich freue mich auch, wenn das dann mal endlich ein Ende hat und man wieder ganz alleine einkaufen gehen kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und lasst mir gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch keins meiner neuen Videos verpasst und schaut auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder rein. Schaut euch auch gerne mal alte Videos von mir an, die ihr noch nicht kennt. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!